ein Tor und das per 7 Meter. Zwei weitere Strafwürfe vergeben, rund 10 Minuten brauchte die MT, um in die Partie gegen HC Erlangen zu kommen. Doch dann nahm der MT-Express Richtung Europapokalplätze langsam Fahrt auf. 17:12 hieß es zur Pause und bereits zu diesem Zeitpunkt zweifelte keiner der 3106 Zuschauer mehr, wer am Ende als Sieger die Rothenbachhalle verlassen wird. In der zweiten Halbzeit wechselte Trainer Michael Roth durch, doch die MT blieb am Drücker und baute ihren Vorsprung weiter aus. 37:23 lautete das Endergebnis. Dafür reichte der MT eine durchschnittliche Leistung gegen stark abstiegsgefährdende Erlanger. Heiko Grimm, herzlich willkommen in Kassel in der Rothenbachhalle bei der MT. Wie war die Heimpremiere? Also ich bin ja schon ein paar Jahre raus jetzt aus der Bundesliga, spiele seit längerem oder habe in der Schweiz gespielt. Bin tatsächlich beeindruckt von der Atmosphäre. Es war eine richtig gute Stimmung, auch wenn der Gegner jetzt nicht allergrößtes Kaliber war. Und ich finde, wir haben unsere Aufgabe sehr, sehr gut gelöst. Jetzt steht ja demnächst das Heimspiel gegen Göppingen an. Wie sehen Sie da die Chancen? Einmal schon so ein bisschen aus der Sicht als Halbtrainer in Minden und jetzt auch als Mitspieler. Ja, jedes Spiel muss natürlich erstmal gespielt werden. Aber ich bin jemand, der eigentlich immer positiv in die Zukunft schaut. Und ich bin eigentlich vor jedem Spiel optimistisch. Und wir sind zu Hause, wir haben wirklich eine ganz, ganz gute Mannschaft, vor allem auch physisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das Heimspiel auch gegen Göppingen gewinnen. Warum nicht? Ja. Und wie ist das so, bei den jungen Kerls mitzuhalten? Ganz locker mache ich das. Ja. Okay, dankeschön. Jeffrey Boomhauer, ein deutlicher Sieg. Trotzdem die Frage, warum habt ihr 10 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen? Ja gut, man weiß auch vorher, dass Erlangen kein schlechter Gegner ist. Und die haben auch große Gegner geschlagen. Und ich fand uns eigentlich nicht so schlecht begonnen, aber wir haben vielleicht ein paar Bälle zu viel verworfen und dann hilft man die ja ins Spiel und deswegen war es vielleicht schwer. Dann noch eine persönliche Frage, wie schafft man es so wie Sie, ins Spiel reinzukommen und gleich so zu explodieren, dass die Zuschauer praktisch Standing Ovations bringen? Ja, dafür braucht man Geduld und das ist ja mein Spielstil und jede Minute, die ich bekomme, die will ich einfach nutzen, mich weiterzuentwickeln. Und heute waren 15 Minuten und vielleicht nächstes Mal 20. Ja, okay, besten Dank.